So ist das, hat das Ganze ausgesehen. Das haben wir alles hier entwickelt, alle Zeichnungen selber gemacht. Das rühren wir dann alles fort. Das ist die Vergangenheit. Arkatronik Nick gibt es nicht mehr. Ohne Jürg Nick würde es wohl keine Sparlampe geben. Aber jetzt hat sich seine Welt verdunkelt. Der Erfinder verlor sein Vermögen an Internetbetrüger. Das knickt einem ein bisschen zusammen und man denkt, was hat man richtig gemacht und was hat man falsch gemacht im Leben. Ich finde es schade, aber das ist halt auch so, dass man schlecht schlafen kann und dass man an dieser Sache nachstudiert. Was ist eigentlich falsch gelaufen? Wie Gutgläubige betrogen werden und deswegen alles verlieren, davon handelt diese Reportage. Es war vor 10 Jahren, als wir Jürg Nick zum ersten Mal in seiner Werkstatt in Zürich trafen. Wo haben Sie die Aluminium? Da fehlt etwas. Ah, da. Das wird das so. Ein bisschen kreatives Chaos haben Sie schon da drin, oder? Ja, ja. Ja, bei uns ist alles Chaos. Braucht man das, um gut zu arbeiten? Entwickler haben immer Chaos. Mal schauen, ob die Frequenzkurve richtig gut aussieht. Inmitten seines Durcheinanders von Kabeln und Geräten hat er schon manches erfunden. Unter anderem entwickelte der Tüftler die Elektronik der Energiesparlampe. In der Schweiz weiss das praktisch niemand, dass das ein Schweizer ist. Ja, wenige. Aber im Erfinderbuch 1000 Erfindungen ist es drin. Das hat man letztens einen gebracht. Aber tut Ihnen das noch weh, dass Sie die Anerkennung gar nicht haben? Nein. Ich weiss, dass ich es gemacht habe. Wenn ich es richtig einstelle. In seinem kleinen Betrieb entstanden rund 80 Erfindungen, die alle ein Patent erhielten. Das ist das einfache Wattmeter. Das ist so eine Testeinrichtung, die wir auch selber bauen. Das ist für Tunnel, das sind Blitz. Ich kann übrigens. Da. Nick, bist du da? Ja. Könntest du mal einen Blitz vorführen, wenn Sie das? Ja, ja. Das haben wir hier entwickelt. Unser Gerät. Das ist ein Mitarbeiter, Herr Fitz. Und er macht jetzt den Test, ob das funktioniert oder nicht. Noch heute, im Alter von 88 Jahren, tüftelt er an Erfindungen herum. Wie immer bleibt er dabei seiner Philosophie treu, den Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Das ist Trinkwasserflasche für arme Kinder, die beispielsweise kein sauberes Wasser haben, das nicht jeden Tag 1000 Kinder sterben, in Afrika und in Jemen. Und da muss man etwas machen. Die Flasche ist jetzt 3 Jahre bereit, aber ich habe bis jetzt keine Sponsoren gefunden. Und die Flasche ist so gemacht, dass man die kann, an einer Autobatterie kann man die anschliessen, 24 oder 12 Volt. Und dann muss die Lampe da rein, das ist eine UV-Lampe, die brennt. Und dort sämtliche Viren und Bakterien aus dem Wasser zu 99,9% rausholen, so dass das Wasser trinkbar ist, dass die Kinder nicht mehr krank werden. Und nicht jeden Tag eben 1000 Kinder sterben. Ja, dann müsste man ja in Afrika fast ein bisschen Stromzugang haben. Das ist oft ja, nein, das ist es, das, da gibt es mögliche Möglichkeiten. Man muss überlegen, dass in Afrika vieles sehr einfach ist. Also was sie nicht haben, die Sonnenzellen haben sie nicht, wenn sie eine haben, dann können sie die Sonnenzellen hier anschliessen. Und dann funktioniert es. Wenn sie das nicht haben, müssen sie das Auto nehmen. Wenn sie das nicht haben, dann können sie das Velo nehmen und wollen einen kleinen Generator auf den Gepäckträger tun. Der Generator ist sehr günstig. Und dann können sie stehend, wenn sie das Velo aufgestellt, also blockiert haben, können sie damit mit Drähten die Energie machen. Da braucht es nur 18 Watt. Wenn sie 10 Minuten drähten, haben sie 1,5 Liter trinkbares Wasser. Weil Jürg Nick auf herkömmlichem Weg keine Sponsoren fand, versuchte er sein Glück im Internet. Da habe ich verschiedene angeschrieben und probiert. Dann haben die gesagt, wir machen mit, aber sie müssen eine Vorleistung leisten. Und dann unterstützen wir sie als Sponsoring. Ich habe das gemacht.
Ich habe total 185'000 Franken verloren. Es waren praktisch nur Gauner. Die haben immer eine Anzahlung verlangt. Ich habe beispielsweise Oxfam England, das sage ich jetzt offen. Oxfam England ist eine grosse Firma. Die haben mir einen Vertrag geschickt, wo ich 970'000 Franken für das Sponsoring bekommen habe. Haben mir so, glaube ich, etwa 30'000 Franken vorausfallen für Vertragserfüllung und alles. Das ist auf eine englische Bank gegangen. Ich habe das Geld nicht mehr gesehen. Heute weiß er, dass es sich um gefälschte Dokumente handelt mit dem Logo der Hilfsorganisation Oxfam. Als er misstrauisch wurde, stellte Nick die Zahlungen ein. Seither wird er von einer Person mit dem Decknamen Bischof bedroht. Der einzige Weg, um ihr Leben zu retten, besteht darin, dass zu tun, was ich von Ihnen verlange. Sie, Georg und Atenik, Ihre Frau und Bruno, werden bei einem Autounfall sterben und wo immer Sie sind, es wird nichts Sie Unglück sein, das Ihnen folgen wird. Und warum ist denn das so weit gekommen? Ja, weil er einfach gesagt hat, er will, dass wir ihm Geld schicken. Jürg Nick erstattete Anzeige. Doch von den Tätern fehlt bis heute jede Spur. Internetstraftaten nehmen laufend zu. Im vergangenen Jahr gab es in der Schweiz 24'000 solcher Delikte. Das sind 6% aller Straftaten. Michel Meyer, Cyberexperte bei der Kantonspolizei Basel-Land, betont, dass die Kriminellen weltweit operieren. Sie zu fassen sei nicht einfach. Die Zusammenarbeit zwischen Europol und Interpol bezeichnet er grundsätzlich als gut. In der Schweiz indes besteht Nachholbedarf. Da gibt es verschiedenste Handlungsbedarf. Zum einen auf nationaler Ebene sicher eine gemeinsame Datenbank. Wir haben aktuell noch keine gemeinsame Datenbank. Wenn wir irgendwas aus Delikt haben und die anderen Kantone fragen, ob sie auch so Delikt haben, dann machen wir das via E-Mail. Wir schreiben das E-Mail an 26 Kantone und die antworten dann zurück. Das ist im 2021 einfach nicht so effektiv. Bis es eine gemeinsame Datenbank gibt, kann es noch Jahre dauern. Jürg Nick hat Besuch erhalten. Bruno Foser aus dem Liechtenstein ist ebenfalls ein Erfinder. Auch er wurde mehrfach Opfer von Internetbetrügern. Der Jürg Nick ist vom Herrn Bischof wie ich betrogen worden. Und so haben wir uns eigentlich im Rheintal getroffen, haben uns dort persönlich kennengelernt. Und der Herr Bischof, vermutlich ist er in Afrika. Ich weiß es nicht. Ich habe einen Haufen Geld verloren. Wie viel hat denn der Bischof von euch abgezockt insgesamt? Also ich sage, bei mir sind es zwischen 60'000 und 80'000 Franken gewesen. Bei mir vielleicht 10'000 oder 15'000. Ja, da sind Verträge rum, es ist alles da. Mir auch. Aber im Prinzip, ja. Die versterben immer. Also den gibt es gar nicht? Nein, den gibt es nicht. Vermutlich nicht. Bruno Fusers Unglück begann mit der Hoffnung, Geld für ein Start-up-Produkt zu erhalten. Er erfand den Basta Paolo-Automaten. Sein Prototyp steht nun in einem Container, irgendwo bei einem Bauern oberhalb des Rheintals. Das ist ein Basta-Automat. Und der kocht in 90 Sekunden al dente Pasta. Und zwar aus einer normalen Hartweizenpasta, wie sie da ist. Im Prinzip ist es sehr einfach, die Pasta. Die Hartweizenpasta wird hier im Dosierer vordosiert. Und dann wird die Pasta, die Rohpasta, in den Kochkessel. Und im Kochkessel kocht sie etwa 54 Sekunden. Unter Druck und dann ist die Paste bissfest. Am Schluss kommt man auch ein Behälter voll heiße Pasten über und dann kann man es mit einem Löffel essen. Der heute 60-Jährige war Inhaber von zwei Firmen im Bereich Maschinen- und Anlagebau. Bruno Foser hatte 5 Angestellte. Heute sitzt er auf einem Schuldenberg in Millionenhöhe und lebt von der Fürsorge. Also das ist meine Wohnung.
Hier lebe ich. Das ist die Sozialwohnung, die mir zur Verfügung gestellt hat. Zum Glück relativ gross, dass ich halbwegs meine Sachen unterbringen konnte. Das ist das, was noch übrig geblieben ist von meinem ganzen Privatvermögen. Die Elektronikkomponenten plus der Stuhl und die Couch. Das hier an dem Tisch, das ist für mich, das ist mein Kraftort. Da esse ich, da lebe ich, da bete ich. Und das gibt mir eigentlich extrem viel Kraft. Oder hat mir bis jetzt so viel Kraft gegeben und hat mir den Mut gegeben, nicht gänzlich aufzugehen und noch zum Weitermachen. Das hier, das war zu meinen Blütenzeiten, ein Foto aus meiner guten Zeit, wo mein Maschinenbau und Anlagenbau noch super gelaufen ist. Und ich bin auch nicht an dem gescheitert, sondern mein Start-up hat ja das Problem gemacht. Das war der Grundauslöser. Dort ist das Kapital nicht gleich gekommen. Also habe ich eine Alternative gesucht und bin schlussendlich auf die Internetbetrüger hingefallen. Um den Pastaautomaten in Serie herstellen zu können, suchte er Investoren. Nebst dem Angebot von Bischoff erhielt er noch zahlreiche weitere in der Höhe von bis zu 60 Millionen Franken. Das ist jetzt zum Beispiel etwas, das schon seit 2017 läuft. Also, es ist eigentlich erstaunlich, dass die Betrüger eigentlich gerne nicht aufgehen. Die haben wir jetzt, das ist gerade ganz aktuell, das ist am 16.09.2021 gekommen, das ist vor ein paar Tagen. Dann haben sie mir geschrieben, ja, mal, du hast deine 15,8 Millionen Pfund, könntest du abholen, aber du musst 4'000 Pfund zahlen. Dann kommt dann ein Dokument, das ist nur eins davon. Für was verlangen denn die immer noch Geld? Das ist eigentlich nur, dass Geld freigegeben wird. Oder? Zuerst ist das über die Nordwestbank gelaufen und dann ist es jetzt läuft es über die Bank of England. Und ich bin aber in der Zwischenzeit natürlich auch ein bisschen erfahrener geworden. Aufgrund des Mails, wo es gekommen ist, weiss ich jetzt schon, dass es ein fixer Betrug ist, weil es kommt nicht von der Bank of England. Die vermeintlichen Geldgeber setzten alles in Bewegung, um Bruno Fosers Vertrauen zu gewinnen. Sie luden ihn zu mehreren Treffen ein. Zum Teil bin ich ja die Ort gefahren, Turin, Berlin, London. Aber im Endeffekt, selbst als ich vor Ort war, hat es für mich kein Kapital gegeben. Ich habe nur eine Vorleistung gekommen. Aber Sie haben Leute getroffen dort? Ich habe Leute getroffen, ja. Was sind das für Leute? Ja, das sind Leute, die jegliches Alter, also Frauen, Männer, kreuz und quer. Es ist nicht so, dass man jetzt denken müssen, es ist etwas nicht gut. Aber gleich ist es dann komisch, dass man, wenn man ja Darlehen holt, muss man zuerst Geld bringen, dass man es übergeht. Wie viel Geld haben Sie denn verloren insgesamt? Etwa 3,5 Millionen habe ich Privatvermögen verloren. Und wenn die Firma der Firmenwert dazu erzählt, sind wir etwa bei 5 Millionen. Und auch im Moment noch etwa 2 Millionen Schulden. Im Grossen und Ganzen auch ein bisschen naiv, oder? Ja, im Nachhinein natürlich naiv, oder? Aber solange das eben gelaufen ist und eben immer wieder beteuert worden ist, mal, das ist stimmt alles, ist alles gut und Anwaltskanzleien kontaktieren, aber es ist einfach alles noch fake. Auch er reichte Strafanzeige ein. Die Behörden nehmen keine Stellung. Das Verfahren sei noch nicht abgeschlossen. Bruno Foser mag gutgläubig sein, aber Internetbetrüger sind mit allen Wassern gewaschen. Das ist nicht naiv, weil die Täterschaft geht gezielt vor und die tut sich entsprechend den Opfern anpassen und verkauft ihnen eigentlich da, wo die Opfer das Gefühl haben, ist gut. Also die sind zum Teil sehr geschickt unterwegs und da kann man wirklich, wenn man nicht sehr sensibel ist, eben reingehen. Also die beiden Erfinder, die haben Dokumente von Banken, die alles sehr seriös aussieht, aus London und aus Dubai. Und gleich ist es ein Fake. Das ist eben heute mit der Technologie sehr einfach möglich, indem dass man so Urkunden einfach zum Beispiel mit einem Photoshop, je nachdem, sehr gut und einfach fälschen kann und dann den Anschein erweckt. Es ist eine richtige Urkunde. Vor 10 Jahren war Jürg Nick ein erfolgreicher Geschäftsmann, der in der ganzen Welt herumreiste.
In Sri Lanka ließ er die Adapter für seine Sparlampen produzieren. Auch leistete er sich Safari-Ferien. Aber selbst im Dschungel konnte der quirlige Erfinder nicht richtig abschalten. Ich habe Folgendes. Ich wäre sehr froh, wenn du und der Herr Fischer zusammen könntet einen Adapter so ändern, dass man beispielsweise von außen einen zweiten Adapter nimmt. Irgendwie muss man das lösen. In seinem Betrieb beschäftigte er damals 5 Angestellte. Das ist die gute Seele. Die gehört zur Firma. Das ist eigentlich Inventar. Er ist also schon ein bisschen kaputt. Vor allem auch bei der Ordnung. Also wenn er dort seine Beigabe räumt oder etwas sucht, dann ist nachher alles durcheinander. Und man wieder von neuem anfangen aufräumen. Der Chef ist ein super Typ. Und natürlich, was er ist, durch auf seinem Metier, er kennt eigentlich alles zum FF raus. Jürg Nick war auch sozial engagiert. Er stellte Menschen ein, die es im Leben nicht leicht hatten. So, ja. Ich war finanziell hinein und, ja, und von dem her hat sich einiges zum Besseren geändert. Ja. Er hat mir sehr geholfen und ja, es ist schön da, es ist eine kleine Familie und das passt. Doch. Es war eine gute Zeit. Ein florierender Kleinbetrieb mit Herz und Seele und einem Chef, bei dem man wusste, wie er tickte. Der Adapter dürfen wir mal abändern. Heute ist es still geworden in der Werkstatt des Erfinders. Was ist eigentlich mit Ihren Angestellten geworden? Ja, die habe ich natürlich sukzessive entlassen, weil es immer weiter runtergegangen ist. Und sicher ein bisschen Wehmut, ganz sicher. Dass man sagt, warum? Entlassen musste er seine Angestellten, weil Aufträge ausblieben. Und dann verlor er noch den Großteil seines Vermögens an Internetbetrüger. Ja, das war der Standort von meiner Firma gewesen, wo wir eingemietet waren, mit meiner Mannschaft. Wie viele Leute? Es sind maximal 5 Leute. Er entwickelte Maschinen und produzierte Zulieferteile für Großkonzerne. In diesem Bereich hier, das war alles Werkstatt. Da war unser Schauraum, Vorführung. Hier drinnen. Auch privat lief es bei ihm rund. Fuser war glücklich verheiratet mit einer Musikerin. Aus erster Ehe hat er einen inzwischen erwachsenen Sohn. Hier meine Büroräumlichkeit. Da sind wir ins Glück, ist keine Tür auf. Ja, es tut mir sehr weh im Herzen. Weil da sind so viele Stunden und Emotionen in diesem Gebäude, wo wir investiert haben. Natürlich ich als Unternehmer. Plus mit meinen Mitarbeitern. Und es ist brutal, wenn ich einfach sehe, wie es kaputt gegangen ist. Ja. Im Büro habe ich immer die Läden unten gelassen, dass ich nicht sehe, ob es Tag oder Nacht ist. Also ich habe 7 Tage pro Woche, meistens im Schnitt zwischen 13 bis 15 Stunden gearbeitet. Und was hat denn die Frau gemeint? Ja, die Frau war natürlich dann nicht mehr einverstanden, weil wir haben ja nichts, wir können miteinander unternehmen. Durch die Start-up-Gründung und die Gründung der zweiten Firma musste ich so viel Zeit investieren. Aber es ist ganz logisch, ich musste die Zeit meiner Partnerin nehmen. Und das ist eigentlich der Grund, warum dann schlussendlich meine Ehe kaputt gegangen ist. Im Moment ist es relativ schwierig. Es war sehr nervenaufreibend, die ganze Geschichte, die letzten 5 Jahre. Und ich hoffe jetzt aber, dass es wieder in eine andere Richtung geht. Aber im Moment fühle ich mich noch nicht gut. Ja. Wir sind ja in einer Gegend, wo es links und rechts Bergspitze hat.
Und ich bin auch schon auf unserem Hausberg gestanden. Und eigentlich denkt, spring. Dann bist du erlöst. Und dann ist es vorbei. Aber wie gesagt, das ist nicht meine Art und Weise, so andere, die mir vertrauten, zurückzulassen. Und somit natürlich auch dort komplett schädigen. Dort. Zu Hause beim Ehepaar Nick. Die gebürtige Holländerin Atti Nick ist seit über 50 Jahren mit ihrem Jürg verheiratet. Im Betrieb ist die 86-Jährige unter anderem für die Buchhaltung zuständig. Für mich ist es auch lästig, denn vor allem, ich möchte einfach gerne immer Rechnungen rechtzeitig bezahlen und auch weil er selbstständig ist und im Moment überhaupt keine Aufträge hat, dann muss ich schon sehr schauen, dass es keine Probleme gibt mit Lieferanten oder sonst SUVA oder AV. Ist denn das Geld knapp worden noch? Ja, das Geld ist knapp worden. Was machst du? Das Ehepaar hat eine gemeinsame Tochter. Sie hat mit ihrem Vater keinen Kontakt mehr. Er sei unbelehrbar. Das findet auch seine Frau. Unser grosser Schatz kommt. Haben Sie ihn dann gewarnt, Jürg, von all diesen Sachen? Ja, natürlich. Aber er tut so schlecht, irgendeinen Rat von anderen Leuten annehmen. Weil er einfach seinen Kopf durchsetzt und einfach meint, ja, dass grosse Geld kommt und die Leute einfach glauben. Ich habe meine eigene Auffassung und man kann sich nicht immer durch Dritte beeinflussen lassen. Aber es wäre vielleicht gescheiter gewesen, sie hätte weniger Schaden heute. Wir können ja noch leben. Aber mit viel Sorgen? Ja gut, wer hat keine Sorgen? Sind Sie dann ein bisschen verrückt auf den Jürg, dass er auf Sie nicht gehört hat? Ja, es hat mich enttäuscht und ich bin manchmal sehr traurig gewesen, dass er trotzdem das wieder gemacht hat und immer wieder gemacht hat und so viel Geld eigentlich verschenkt hat an Gauner, oder? Und dass er ist so intelligent und dass er das selber nicht merkt. Ich glaube, es muss einfach eine Sucht sein, dass man einfach nicht aufhören kann. So sehe ich das. Bereuen Sie irgendetwas, was Sie jetzt gemacht haben? Ich tue vielleicht Sachen korrigieren, aber ich bereue gar nichts, was ich gemacht habe. Wie kann man sich eigentlich gegen Internetbetrug schützen? Ja, man muss dem vorsichtig sein, wenn das Angebot wirklich zu gut ist, um eigentlich wahr zu sein. Wenn es sehr hohe Gewinnversprechen gibt, dann ist das immer ein Alarmzeichen, weil die normalen Investments, die haben auch nicht so hohe Gewinnmargen. Und das ist durchaus ein Signal, wo die Alarmglocken läuten sollten. Und wenn dann noch Vorschusszahlungen dazukommen, was sagen Sie da? Kann es das überhaupt geben? Ja, das kann es geben, dann muss man halt wirklich seriös abklären. Oder? Vielleicht mal anrufen, vielleicht im Internet gewisse Recherchen machen. Was ist das für eine Firma? Wie ist das Investment? Wie stellt sich das dar? Macht das Sinn? Noch ein paar Aussenmeinungen einholen, um dann eben abschliessen können, beurteilen, will ich da Geld investieren oder nicht. Bruno Foser muss mit einem Verlust von mehreren Millionen Franken leben. Er schuldet auch etlichen Bekannten Geld, weil er sie um Unterstützung bat. Die hohen Beträge verwendete Foser, um Vorschusszahlungen an die Betrüger zu leisten. Ich lebe ganz allein zurückgezogen. Ich habe zu niemandem Kontakt, weil ich vermag es nicht. Ich kann hier nicht ausgehen. Ich habe null Möglichkeiten. Und dadurch bleiben mir meine Sozialwohnung, die ich habe. Und dort drin muss sie existieren. Und was mir am meisten zu arbeiten gemacht hat, dass ich mit niemandem über das Problem reden konnte.
Weil mit denen, die ich geredet habe, haben mich für einen Idioten angeschaut. Aber Verständnis habe ich praktisch nie gefunden. Als er noch ein erfolgreicher Unternehmer war, scharten sich viele Leute um ihn. Das war einmal. Ja, es haben sich sehr viele um mich herum zurückgezogen. Der ganze Freundeskreis. Und noch tragischer die ganze eigene Familie. Also selbst mein eigener Sohn hat sich zurückgezogen aus der ganzen, wegen der ganzen Situation. Also ich habe zwei Enkelkinder, die ich praktisch nie sehe. Wenigstens einen Lichtblick gibt es bei ihm. Bruno Foser fand inzwischen eine Stelle als Unternehmensberater. Jürg Nicks Sorgen nehmen kein Ende. Nun muss er auch noch seine Werkstatt aufgeben, weil er für sein Haus blauäugig einen Vorverkaufsvertrag unterschrieben hat. Teil des Vertrages war ein Darlehen, welches er dringend benötigte. Doch er übersah, dass er die Liegenschaft im Spätherbst 2021 an den neuen Besitzer abtreten muss. Und was steht denn konkret im Vertrag, wo Sie als Knebelvertrag anschauen? Ich muss zugeben, ich habe der Firma getraut, weil ich gesagt habe, die sind soziale Wohnungen. Und wenn sie soziale Wohnungen hat, muss ich nicht lange schauen, habe den Vertrag auch nicht kontrollieren lassen. Nicht. Ich habe ihn unterschrieben, meine Frau auch. Haben Sie damit gerechnet, Sie müssen gar nicht rausgehen, wenn Sie einen Vertrag machen? Die Leute sind immer freundlich zu mir gekommen, bis alles erledigt ist. Aber das ist doch auch, wenn ich das Ihnen darf, sagen, ein grosses Mass an Naivität dahinter. Sehr, das ist richtig. Ich gebe zu. Aber mein ganzes Leben habe ich mich nicht sehr fest juristisch um die Sachen gekümmert, sondern ich habe etwas entwickelt. Und dort, das andere ist immer ein bisschen dran. Und das hat mich viel gekostet. Sie werde immer zu ihrem Mann stehen, egal was kommen mag, sagt Atenik. Aber das Zusammenleben mit ihrem Jürg fällt ihr momentan nicht leicht. Er habe sich stark verändert. Er tut sich immer mehr absondern oder die Leute sondern sich von ihm ab, weil er sich einfach, ich würde sagen, total verändert hat. Es ist nicht mehr der gleiche Mensch. Inwiefern hat er sich dann verändert? Ja, dass er einfach nicht mehr der positive, lustige Mensch ist und dass er sehr gereizt ist. Man muss nur etwas sagen, was ihm nicht passt, dann flippt er aus. In der Garage beginnt der betagte Erfinder mit dem Entsorgen seines Lebenswerks. Das muss alles weg und das. Ich habe das Leben lang geschafft und wollte etwas Sinnvolles machen. Und jetzt kann man alles praktisch fortrühren. Das ist schade. Oh, das ist noch lange nicht fertig. Was ist da noch viel? Ja. Also ich habe nicht gewusst, dass ich so viel Ware habe. Der 88-Jährige schafft das Entsorgen im Alleingang unmöglich. Aber die Zeit läuft ihm davon. Es droht eine Zwangsräumung. Ein paar Tage später. Drei Sammler und Elektronikfachleute machen einen Rundgang in der einst pulsierenden Werkstatt. Das sind Messgeräte, das sind alt. Ich habe natürlich Lichtmessungen gemacht. Spektralanalytisch kann man da die ganzen Wellenlängen messen und die Lampen entsprechend machen. Also das ist eine Aufdampfanlage, wo man dünne Schichten aufdampfen kann. Hast du keinen Platz für so eine? Ja. Dann könnte ich die nachher auch. Das ist übrigens ein Wärmeaustauscher für eine Spinne. Der Vorsatz. Nick hofft, dass ihm die Männer ein paar seiner Geräte abkaufen. Aber das ist eben so voll. Also wenn ich jetzt ein paar Sachen da mitgenommen werde, dann ist die Räumung immer noch nicht da. Also was machen Sie dann mit dem Rest? Fortrühren. Leider. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich alles auf Holland nehmen soll. Dann bleibe ich gerade in Holland. Aber ernsthaft, das gibt wahrscheinlich eine Zwangsräumung, oder? In jedem Fall, ja. Wenn ich die Zeit nicht überkomme, ja. Wann müssen Sie denn raus? Ende von dem Monat. Oh ja, sehr ambitiös Ende Monat. Also, ja, ja. Das ist super.
Die Besucher haben Freude an den alten Maschinen. Die können vielleicht können noch führen dort. Komm, es geht schon. Ja. Sehen Sie ja. Also da kommst du durch, Benni. Schöne und unverwüstliche Apparaturen seien es. Aber gebrauchen können man sie hierzulande kaum noch. Ja. Die einzige, die solche Sachen würde nicht, das wäre Osterrumänien und Sachen. Sonnig, dort würde man das problemlos wegbringen. Aber dann müssen wir Transport organisieren. Und dann könnte man es einfach kaufen im Jahr. Also auf jeden Fall, da bin ich überzogen. Aber eben, das ist. Es ist nicht so einfach. Es ist Ende Oktober. Seine Maschinen wurde er noch immer nicht los. Jürg Nick müsste zu diesem Zeitpunkt seine Werkstatt geräumt haben. Doch sein kreativer Geist kümmert sich um anderes. Ich habe etwas kopiert, das ich gesehen habe. Bei Kaffeekapseln. Was da passiert, wenn man die auftut, dass die Farbe der Gehäuse sich im Kaffee innen abbildet. Das heisst also, dass Farbstoff der Kapsel in den Kaffee hineingeht. Aber das ist ja etwas, wo jetzt im Prinzip Zeit hat. Nein, aber das gehört zum stillen Bürger in unserem Staat. Wir müssen schauen, dass wir aufmerksam sind und dass wir mitmachen, wenn Sachen nicht stimmen. Aber sollten Sie sich nicht langsam jetzt darum kümmern, dass man das ordentlich räumen kann? Sonst wird ja das zwangsgeräumt, Ihre ganze Werkstatt. Da bin ich dran. Leider habe ich geschrieben, aber nicht überall Antwort bekommen. Was ihm etwas Zeit verschafft, ist eine Baustelle rund um sein Haus. So, bin ich noch hinten. Ich kann gar nicht zügeln, ich kann mit keinem Lastwagen in den Hof hineinfahren. Da ist alles verstellt. Das ist der Eingang, das ist auch alles zu. Da kann man gar nicht durch, da kann man nicht durch. Das Haus hin, das ist die Stege. Bis zum heutigen Tag fand noch keine Zwangsräumung statt. Doch weg muss er, das ist ihm klar. Und so endet diese Geschichte mit der Erkenntnis, dass Gutgläubige viel verlieren können. Geld und Vertrauen in Menschen.